Am Samstagabend beherbergte das Wiesbadener Kurhaus mittlerweile traditionell die Ballnacht zugunsten der Wiesbadener AIDS-Hilfe. Den bunten Besuchern bot sich ein buntes Programm aus Show, Musik, Tanz und kuriosen Besonderheiten im Dienste der guten Sache. Wow, was für eine Ansage! Ich bin ja hinter der Bühne richtig groß geworden. Ist es wahr? Ja, man kann es jetzt nicht sehen, weil rote Scheinwerfer vor uns sind, die das kaschieren. Aber ich bin fast der Röte. Ich habe noch ein bisschen Puder für dich. Gut, das ist super. Ja. Also wir haben jetzt den AIDS-Ball in Wiesbaden zum 23. Mal. Der war bis 1998 immer in der Fachhochschule. Und danach sind wir seit dieser Zeit im Kurhaus Wiesbaden. Unser Ziel war es, wegzukommen von der reinen Party-Studentenzeit, sondern rein in die Stadt, dass alle Bürger, dass wir wahrgenommen werden, dass die AIDS-Hilfe grundsätzlich wahrgenommen wird. Die Stadt und das Kurhaus selbst unterstützen uns darin. Und inzwischen sind wir ja eins der großen Veranstaltungen jedes Jahr hier in der Stadt. Die Wiesbaden haben das Glück, ich denke mal auch durch die massive Arbeit unseres der AIDS-Hilfe Wiesbaden, dass wir die Zahl der Neuerkrankungen bzw. der Neuinfektionen konstant gehalten haben. Achtung und lächeln! Hochkarätige Show-Acts buhlten um die Gunst des Publikums, wie die kuriosen Outfits um möglichst viel Aufmerksamkeit. Das Krypto-Tickets zu kaufen, das ist ein absolutes Einzelstück für heute Abend. Selbst genäht. Wir haben Plakate gemacht in Fachtypografie und das war meine Plakatidee mit einer Freundin zusammen. Bis tief in die Nacht tanzten und amüsierten sich die Gäste, die vielleicht angenehmste Art und Weise, Präventionsarbeit zu unterstützen.